Tja, da sind wir wieder. Mitten in der Mission. Ich habe selten in der Mission Pause gedrückt, aber es gibt für alles ein erstes Mal. Yeah, I got a plan. We gonna roll in the bar's hood and take it back for the Grove. Okay, let's get those motherfuckers. Lost Idlewood muss zurückerobert werden. Ich schätze mal, dass die nächsten 2000 Missionen mit Sweet alle sich nur darum drehen, Gebiete zurückzuerobern und vorher Cutscenes zu sehen sind, die irgendwie auf was anderes schließen lassen, aber dann am Ende kommt halt sowas. Mich stört das nicht. Nach wie vor bekomme ich kostenlose Schutzweste und Gesundheit. Das hat mir bisher noch... Das haben mir wenige andere Missionen zuvor so gegeben. So. Ich schätze mal, hier bin ich gut aufgestellt. So, wo sind unsere Feinde? Wen darf ich töten? Hallo? Ist das da hinten einer? Lahm Arsch. So. Ist das ein Feind? Ich weiß es nicht. Okay. Das war's ja schon mal. So. Erstmal Herz lokalisieren. Oh, was? Ach, da. Respekt. Ja, immerhin kriege ich Respekt von irgendwem. Von wem ganz genau wird nicht wirklich spezifiziert. Erste Welle, okay. Gesundheit brauche ich noch nicht. Wo ist die handelsübliche Weste, die mir zur Verfügung gestellt werden sollte? Hey! Unhöflich. Normalerweise kommen die von weiter her. Von draußen vom Walde zum Beispiel kommen die meistens her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Oder so. Das ist... Wenn man das so süß beschreibt, dann ist das gar nicht mehr so schlimm, wenn man Leute umbringt. Finde ich. Oder findet ihr nicht? Ich finde so einiges. So. Gratis Munition. Zweite Welle, sehr gut. Ja, wo ist jetzt... Ich brauche eine Schutzweste, also... Ich hätte schon gern eine. Ach, der kann mich doch mal. Ach, da ist ja noch mehr. Noch mehr Herzen. Ach, das große, der große pinke Punkt war ein Auto. Ah. Oh. Wer schießt? Wer? Wo? Wo? Hä? Ach, du! Mein Gott. Ja, gut, dass hier noch ein zweites... Ach, wo ist denn das Herz hin? So. Und jetzt? Haben wir gewonnen? Ach nein. Junge, ihr könnt mir doch jetzt nicht die Polizei aufhalsen. Sweet, bitte nicht... Komm, steig einfach ein. Okay. So, wohin? So, wenden musste ich sowieso, die haben mir nur geholfen. Zum gelben Punkt, okay. Geht mir doch nicht auf die Nerven. Ach, zu unserem Auto? Muss ich zu unserem Auto? Kann das sein? Steig halt ein. Komm, Sweet, was ist mit Sweet? Was mit Sweet? Steig halt ein! Was ist los mit dir? Du Idiot! Okay. Ist mir alles egal jetzt. Nein! Was kann das denn?
Du kannst doch nicht einfach... Warum steigt der denn nicht ein? Lauf halt gegen mein Auto die ganze Zeit. Und jetzt darf ich auch die Polizei... Wisst ihr, dass das ganz schön unfair ist? Jetzt haben wir aber das Gebiet erobert. Was machen wir denn jetzt? Oh, ich will gleich mal eine kostenlose Schutzweste. Ich kaufe mir jetzt keine mehr. Ab sofort kaufe ich mir keine Schutzwesten mehr. Ich gehe lieber hier hin und kriege... Obwohl, nee, wenn ich in einer Stadt bin, vielleicht nicht. Oh. Tja, der Polizist ist selber schuld. So. Ja, Gur for Life, das gucken wir jetzt natürlich. Ich könnte es mir natürlich nochmal angucken. Für diese Folge wäre das eine Premiere, ja. Nein, nicht das Polizei. Okay, die Polizei soll ruhig gegen die kämpfen. Da habe ich nichts gegen. Ah. Okay. So. Mal gucken, ob wir dasselbe Gebiet jetzt nochmal erobern dürfen, weil das am Anfang der Mission schon irgendwie aus irgendeinem Grund immer den Gegnern gehört, obwohl wir es schon mal eingenommen haben. Das wäre ziemlich unfair. Ja, natürlich. Ja, gut. Das war eine interessante Nachricht, die ich da erhalten durfte. Ich weiß nicht ganz genau wie, aber offenbar ist mein Bruder gerade gestorben. Vielleicht lässt sich das ja noch bei einem netten Café in einem Starbucks erörtern, statt auf der Straße und zwischen Kugel, Feuer und nicht vorhandenen Schutzwesten. Ah, komm. Der Wagen ist zwar nicht mehr, also er ist nicht mehr der neueste, aber gebraucht kann man den sicher noch irgendwie... Es ist doch alles teurer geworden, da wird sich doch bestimmt ein Käufer finden. Stärker halt auskommen. So, natürlich speichere ich dann stattdessen, nehme hier mein Geld mal mit. Und dann speichere ich, dann kriege ich wenigstens Gesundheit, wisst ihr, und dann ist auch Nacht. Vielleicht gewinnt man dann schneller. Schneller ist relativ, ich habe noch nie gewonnen in der Mission, das heißt, es kann natürlich sein, dass das jetzt sowas ist, wo man dann irgendwie zu 5 verschiedenen Stationen fahren muss und 30 Gebiete erobern muss. Aber es ist auch gut, dass ich dann zumindest weiß, dass ich in meiner Privatzeit als CJ nichts erobern muss, weil scheinbar ist das ja, Sweet übernimmt das ja für uns im Rahmen seiner Mission. Nehmen wir uns kurz ein Schlückchen hier von dem kühlen Nass. So you got a plan? Yeah, I got a plan. We gonna roll in the bar's hood and take it back for the Grove. Okay, let's get those motherfuckers. So. Alles klar. Ich sage jetzt nichts mehr. Vielleicht hat ja mein Gelaber-Suite umgebracht. Ja? Es gibt ja... Hab ich schon mal gehört, dass Leute von zu viel Reden gestorben sind. Doch, das ist, oh, das tut mir natürlich leid. Ziel doch auf den! Ihr seid komplett behindert, ne? Oh. Und ich brauche ganz dringend jetzt... Ich habe Sweet, ja. Ja, jetzt sterbe ich natürlich. Macht's gut, Leute. Oh, ich bin in diesem Vorgarten gelandet. Hier bin ich sicher. Ich brauche... Ich hab's... Sweet kann mich mal... Da unten! Oh, oh nein! Ach, das ist es mir aber jetzt wert, doch zu laden, weil jetzt würde sich halt sowieso im Endeffekt für mich nichts ändern, außer dass ich da hinfahren müsste nach Hause, also. Ich verliere meine Waffe nicht, zum Glück, wegen dieser Tante da. Eigentlich muss man so überlegt, neu laden und
Was, wo ist dann der große Unterschied? Ich weiß es gar nicht genau. Naja. So. Gut, nee, das ist auf jeden Fall jetzt noch ein Versuch wert, selbstverständlich. Wir machen das jetzt so oft, bis das klappt. Ja. Und wenn das 20 Folgen dauert, ja. Folge 100 ist dann, Folge 100 des Let's Plays ist dann quasi eine Jubiläumsfolge, weil ich die Mission dann auch zum 100. Mal mache. Aber das müsst ihr euch ja nicht angucken. Ihr könnt ja ein paar Folgen überspringen und so ab Folge 110 würde ich euch empfehlen, wieder einzusteigen. Dann werden wir so langsam mit der Mission fertig sein. Ich schätze mal auch, dass mein Parkplatz nie besonders klug gewählt war, um einen Bandenkrieg zu starten. Ich meine, mitten in dem Gebiet. Sicherlich können wir das von hier aus auch übernehmen. Da, wo es gerade anfängt. Ach, da stehen doch schon immer welche. Na also. Ach das? Ach so, nee, das ist aber schon das richtige Gebiet, hoffe ich, oder? Ich muss mir auch unbedingt gleich mehr Munition von der M4 holen. Ich meine, die MP ist zwar gut, die ich da immer kriege, wo ich auch tausendmal Munition kriege, aber die hier auf Entfernung, boah, viel besser. So, das haben wir. Ne, brauche ich gar nicht. Wo ist eine Schutzweste? Hier muss doch irgendwo eine Schutzweste liegen. Ach, das ist unfair. Ach, da ist sie doch. Ah, da ist die Schutzweste. Die hole ich mir jetzt. Ist mir doch egal. Mir ist alles egal. Ah, ich Sweet hey, zurückgelassen. Du kannst mich mal. So, jetzt kann ich mir auch die MP wieder verwenden. Jetzt bin ich stark. Mit Schutzweste ist man stark. So. Zweite Welle. Das ist gut. Die dritte kommt jetzt wahrscheinlich auch aus allen Richtungen. Auch von oben und unten. Ah. Das Gute ist, da ist noch eine Schutzweste und die hole ich mir auch. Nein, da war keine Schutzweste. Ach, da doch, da. Noch ein Viertel. Ach. Dann erobern wir jetzt dieses Viertel hier. Bitte komm mit mir mit. Ja. Rennen kann er offenbar doch. Habe ich ihm Unrecht getan. Ich muss nur mit 3 km/h rennen. Dann kommt er mit. Immer noch hinter mir? Ja. Ich will nicht, dass das Spiel irgendwann sagt, hol den bitte wieder. Hm. Wer schreibt? Keiner. Geil, mein Handy schreibt mir, dass es wenig Akku hat. Das macht mich immer sehr glücklich zu sehen, dass ich so beliebt bin. So. Kommt man hier, da vorne ist noch eine Straße, oder kommt man hier irgendwie? Ich meine, ich nehme die Hintereingänge zum Viertel auch gerne, ja. Hier wird uns keiner kommen sehen. So. Nee, das sind keine aus dem, das sind keine Bandmitglieder da vorne. Ah. So, scheiß auf die Polizei. Fuck der Polize, habe ich mir schon mal sagen lassen. Der Typ ist echt hart nutzlos. Ich meine, so richtig hart nutzlos. Alter, der will nicht zielen. Ist ja doch komplett bescheuert, alle. Wo ist mein da hinten? Ich muss da ganz dringend hin. Ganz, ganz, ganz schnell. Du, bitte, bitte, lass mich nicht die Mission verlieren. Ich will mir nur meine Dings holen. Ah, okay. Ja, da war er. Ach nein, was mache ich denn? Okay, wenigstens hat Sweet irgendwas getan. Das ist schon mal gut.
Die M4 ist nach wie vor sehr nützlich, ja. Werde auch nichts anderes mal verwenden, wenn ich nicht muss. Also, ach, Entschuldigung, ja, habe ich natürlich 30 Meter. Der hat mich vielleicht nicht mehr gesehen. Bin ich aus seinem Sichtfeld verschwunden. Eventuell ist er kurzsichtig. Ich will mich natürlich nicht über die Behinderung anderer Leute lustig machen. Dazu zählt ja auch natürlich auch Fehlsichtigkeit. Aber eine Brille wäre schon angebracht, finde ich, oder? Sweet. Jetzt ist er gleich wieder. Na also. Ach, diesmal mussten wir zwei Gebiete. Also die Missionsgestaltungen mit unserem tollen Bruder sind also immer sehr abwechslungsreich, finde ich. Erobere ein Gebiet, erobere noch ein Gebiet, erobere gleich zwei Gebiete auf einmal. Ich freue mich sehr. Nächste Mission wird dann wahrscheinlich drei Gebiete. Wird also nur geschätzt. Ach. Was will die Polizei eigentlich? Wir tun denen doch einen Gefallen. Wir holen die Gangster aus den Straßen und ersetzen sie durch unsere Gangster. Und die werden wohl sicher wissen, dass wir mit den... Ach, dass wir mit den Behörden schon zusammengearbeitet haben. Zwar nur mit zwei Kollegen von denen, aber die, habe ich mir sagen lassen, sind sehr zuverlässig, was ihren Job angeht. Zumindest, wenn es darum geht, ihre eigenen Interessen ebenfalls zu schützen. Gut, einen davon haben wir umgebracht, aber einer ist ja noch übrig. Ha! Es fährt geradeaus, das Auto. Ha! You help Grove Street family handle those ballers. Johnson boys roll right over. Okay, dog. I'ma get some sleep. I'm beat. Here, I took this from one of those baller fools. Probably drug money. Here's your half. Okay, der hat einfach mal eben so 20.000 aus der Tasche von einem gezogen. Das ist natürlich gut. Ich wünschte mir, das würde mir auch passieren, wenn ich mal wieder Obdachlose auf der Straße zusammenschlage und die umbringe. Aber da fällt nie Geld raus. Was für mich ein gutes Zeichen ist, weil alles Geld, was die bekommen, geben sie dann sicherlich für gute Sachen aus. Nahrung, Kleidung, Drogen, Nutten oder, keine Ahnung, Bestechungsgelder für die Polizei, dass sie dort weiter sitzen dürfen. Sowas halt. CJ ist meine nächste, ist... Ach so. CJ wird wenigstens auch mit CJ abgekürzt. Dann fahren wir da jetzt mal hin, würde ich sagen. Also, ach, die Schrottkarre. Ja, da finden wir doch bestimmt was Besseres. Wir sind doch jetzt geschätztes Bandenführungsmitglied. Da ist doch eine bessere... Hier, guck mal das. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin Bezirksbürgermeister und mir gehört dieses Auto. Tschüss. Schade, die Beifahrerin hatte ich eigentlich auch mit. Aber, naja, Menschenhandel ist sicher illegal noch. So. Ja, die ganzen Gebiete, die erober ich jetzt deswegen nicht. Ich habe ernsthaft die Vermutung, dass wir sehr viele davon noch sowieso einnehmen werden. Wenn wir mit unserem tollen Bruder Missionen machen. Ich meine, es ist sein einziges... Man kann ihm nichts vorwerfen. Also in-game. Storytechnisch. Es ist ja sein einziges Ziel, das Gebiet zurückzuerobern. Also was soll er sonst machen, ne? Geh mit Sweet einkaufen. Iss mit Sweet eine Pizza. Ist vielleicht etwas langweiliger. Ja. Oder es ist so wie mit der Freundin. Ich schlag ihn damit am Strauß Blumen und er verpisst sich und dann gibt's Streit. Egal, bei CJ ist sowieso viel besser. Da fahre ich. Oh ja. Das Auto passt überall durch. Manchmal mit etwas Druck, nötigem Druck passt das Auto überall durch. Hier leider nicht. So, ich hole mir jetzt noch mehr M4-Munition. Ich habe zwar. Nee, das ist ja. Wie viel habe ich? Ja, das sieht trotzdem nicht nach so viel aus. Oh ja, ich laufe mit ferngezündbarem C4 in den Waffenladen rein. Ach, den Blumenstrauß. Nein, nicht Gewehre. Ja, sehr gut. Oh, das ist ein gutes Modell. Habe ich schon mal gesehen. Kaufe ich. Ach, wissen Sie was? Kaufe ich nochmal. 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 So, das müsste reichen. Dankeschön. 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 So. Rechtzeitig zur Faust geswitcht, bevor ich durch die Tür gegangen bin. Das ist wahres Profi-Verhalten, ja. Wenn man genau weiß, wie oft man L2 und R2 drücken muss. L...
L und R2, doch, ja, das sind die Tasten. Also die Tasten zu benennen ist nicht immer super einfach. Man weiß aber wenigstens, wo sie sind. Und vor allem weiß man, wo sie sind, wenn sie auf dem Bildschirm angezeigt werden. Das ist eine besondere Wichtigkeit. So. Ach komm, fahren wir mal über durch die Prärie. Das gehört sowieso alles uns. Also in Kürze. Wenn wir hier erstmal Bandenkriege gestartet haben, das ist zwar noch nicht pink, die Gegend hier, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir den ganzen Staat einnehmen können, wenn wir nur wollen. Das hat die Mafia ja auch geschafft. Also, nicht nur heutzutage, eigentlich schon immer. Dann werden wir das wohl können. Da unten rechts konnte man übrigens ein Haus kaufen, was besonders viel Sinn ergibt, wenn wir hier eines haben. 30 Meter weiter. So. Und weil ich natürlich klug bin, speichere ich hier auch nochmal, damit ich, wenn ich mal Wage oder geplant laden sollte, wenigstens hier wieder auftauche. So. Oh, draußen stürmt es. Regen plästert gegen die Fenster. Ich würde sagen, das ist für mich ein Zeichen, die Folge zu beenden. Euch nach einer Bewertung zu fragen und mich zu fragen, was das für ein gelbes Gebiet da unten rechts ist. Ich habe vorhin das am Anfang der letzten Folge erwähnt, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es ist mir auch egal. Aktuell noch. Vielleicht ist das gelbe Gebiet irgendwie umkämpft und oder wird gerade angegriffen. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Naja, ist auch egal. Eure Bewertungen sind sehr wichtig und hilfreich. Das sind sie wirklich. Und deswegen freue ich mich über jede einzelne und hoffe, dass ihr morgen wieder dabei seid. Tschüss!